leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Das ist der 2020 Seat Leon ST. Und das T steht für Sports Tourer. Der Seat Leon ST ist ein Kombi aus dem Segment der Kompaktklasse. Drei Mitbewerber habe ich exemplarisch für euch. Das wäre einmal der Kia Ceed SW, der Ford Focus Tournier und der Skoda Octavia Kombi. Der Seat Leon wurde als vierte Produktgeneration im Januar 2020 in Barcelona erstmals vorgestellt. Den Kombi als Sportstourer bietet Seat erst seit der dritten Produktgeneration an. Der Leon wird in Martorell, Spanien gebaut. Zum Zeitpunkt unseres Tests lag noch kein Euro-NCAP-Crashtest-Ergebnis vor. Seat bietet den neuen Leon als Kombi zu einem Basislistenpreis von 22.120 Euro an. Damit ist er 500 Euro teurer als der Fünftürer. Unser Testwagen in der Ausstattungslinie FR mit dem Mildhybrid-Benziner unter der Haube, der hat einen Listenpreis von 37.350 Euro. Wie immer haben wir das Fahrzeug für euch konfiguriert. Die Konfiguration findet ihr auf unserer Homepage und den Link zur Homepage, den findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Direkt darüber ist der Link zu unserem Partner leasingmarkt.de. Leasingmarkt.de ist quasi das Leasingportal in Deutschland. Da findet ihr immer gute Angebote zu Leasingangeboten, egal ob ihr nun privat sucht oder gewerblich. Schaut einfach mal vorbei bei leasingmarkt.de. Der neue Seat Leon ST ist 93 mm länger als der Vorgänger. Davon sind allein 50 mm in den Radstand gewechselt, somit mehr Platz im Innenraum und ein bisschen mehr Fahrkomfort. Dabei ist das Fahrzeug 16 mm schmaler und steht auch 2 mm flacher da. Muss also nicht immer alles größer, breiter, härter sein. Dazu hat Seat bei dem neuen Leon die Innenausstattung deutlich aufgewertet und nicht nur die, sondern auch die Außenausstattung. Wir haben jetzt also ein schlüsselloses Zugangssystem serienmäßig, LED-Technik in den Scheinwerfern und auch in den Rückleuchten. Dazu ein 8 Zoll Infotainment-System und LED-Leseleuchten sowie auch USB-Anschlüsse rundum. Der 2020 Seat Leon FR 1,5 e-TSI hat einen 1,5 Liter Reihenvierzylinder unter der Haube als Mildhybrid, das heißt mit 48 Volt Technik und elektrischem Startergenerator. Der Verbrenner leistet 150 PS und hat ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmeter, welches zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird automatisch mittels 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Der Testwagen hat Frontantrieb. Unser Fahrzeug hier beschleunigt von 0 auf 100 in 8,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 221 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 4,9 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 112 Gramm pro Kilometer. Das sind NEFZ-Werte. WLTP 6 Liter glatt bei 137 Gramm pro Kilometer. Vollbetankt mit 50 Litern super kommt man im Idealfall 1020 Kilometer weit. Optional kann man in Seat Leon zum Marktstart auch noch mit 4 Benzinern und einem Diesel bestellen. Eine Erdgasversion und ein Plug-in-Hybrid folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Seat bietet den Leon Kombi in Deutschland in 4 Ausstattungslinien an. Uns haben sie die sportlichste Ausstattungslinie wieder zur Hand gegeben, das ist die FR. In der Basis hat das Fahrzeug noch Halogentechnik in den Scheinwerfern, aber auch LED-Technik, also es sind Teil-LED-Scheinwerfer. Und wir haben aber hier bei unserem Fahrzeug die optionalen Voll-LED-Scheinwerfer. 22 LEDs pro Scheinwerfer sorgen dafür, dass die Nacht mit bis zu 900 Lumen ausgeleuchtet wird. In der Basis steht der Leon ST auf 15 Zoll Stahlrädern. Zum FR gehören eigentlich 17 Zoll Alufelgen. Wir haben aber hier optionale 18 Zöller aus dem Seat-Zubehörprogramm. Die Bodenfreiheit habe ich mit 12 cm ausgemessen. Das Fahrzeug zeigt sich hier in der Farbe Desire Rot und das ist eine von 7 Farben, aus denen ihr euren Leon zusammenstellen könnt. Naja, ein 1,5 Liter rein Vierzylinder muss ich auch nicht so kernig anhören. Zumal unten, was ihr da seht, das sind nur tote Auspuffblenden.
Da passiert halt nichts. Der wahre Auspuff ist zwar auch doppelflutig, sitzt aber auf der linken Seite. Derweil habe ich hier mit dem Licht gespielt. In den beiden oberen Ausstattungslinien hinten auch Voll-LED, Rückleuchten inklusive diesem Leuchtband, was es in den unteren Ausstattungslinien auch nicht gibt. Mit der Funkfernbedienung kann ich auch die Fenster öffnen und schließen aus der Ferne. Den Schlüssel brauche ich nicht, denn serienmäßig haben wir ja so ein Keyless Entry. Sobald ich die Tür öffne, kommt aus dem Spiegel auch eine Projektion auf den Boden. Hola, spanische Begrüßung, haben wir euch einmal reingeschnitten. Und wir haben hier bei unserem Fahrzeug auch noch eine beleuchtete FR-Einstiegsleiste. Dann steige ich gleich ein. Der Sitz ist wie immer auf der tiefsten Position, somit geht es auch ein Stück weit nach unten. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Seattle Leon ST in der FR-Ausstattungslinie. Dazu noch einige Optionen. Guckt in die Konfiguration, die liegt auf der Homepage unten verlinkt. Dann wisst ihr, was hier zur Serienausstattung gehört und was ihr extra bezahlen müsst. Ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Hier hinten, das ist harter Kunststoff. Das Armaturenbrett selbst ist dann aber mit einem weichen Material bezogen. Das zieht sich auch bis hier unten hin. Dann haben wir hier quasi Alu gebürstet in schwarz oder in grau, also ein lackiertes Teil. Und hier haben wir wieder harten Kunststoff. Im Fußraum erst Teppich, dann harter Kunststoff und hier im oberen Bereich eben auch. Das Infotainment-System ist hochglänzend schwarz eingefasst. Dann haben wir hier nochmal ein lackiertes Teil in Silber. Und alles weitere hier ist dann wieder harter Kunststoff. Bis auf die Mittelarmlehne, die ist mit dem Kunstleder bezogen. Die Sitze auf der Sitzfläche mit Stoff und an den Seiten ebenfalls Kunstleder. In der Tür oben weicher Werkstoff, dann hier ein silberlackiertes Seil als Applikation. Darunter dann Kunstleder und hier auch auf der Armablage. Im vorderen Bereich ist das dann harter Kunststoff und auch die Türtasche besteht aus hartem Kunststoff. So auch die A-Säule, die ist also nicht mit Stoff bezogen, dafür aber der Himmel. Und der ist auch ganz leicht unterschäumt. Ich habe euch den Leon auch schon als Fünftürer vorgestellt. Ich mag das Auto, das ganze Cockpit sehr gerne. Bei den Materialien muss man aber schon sagen, ist es relativ viel harter Kunststoff dabei. Nicht so schlimm, denn Seat hat ja keinen Premium-Anspruch. Dann gucken wir mal, wie die ganzen Schalter aufgebaut sind. Seat hat ja schön aufgeräumt. Der Startknopf, das kennen wir von Seat, pulsiert so ein bisschen, damit ich ihn auch drücke. Und schwupp, ist das Auto gestartet. Im oberen Bereich haben wir das Infotainment-System, ein 10,25 Zoll Display. Hier drunter dann noch Tasten, einmal für die Klimaanlage und hier für die Lautstärke. Und da kann ich auch drauf rumswipen. Der Bildschirm selber ist dann Touchscreen und ich kann mich dann hier durch die einzelnen Menüs klicken. Darunter einmal mittig der Warnblinkschalter, gut zu erreichen, von der Schaltfläche auch schön groß. Und links und rechts zwei Lüftungsdüsen. Wenn ich die nach innen schiebe, verschließe ich die Düse und sonst kann ich sie halt frei verstellen. Aber ich habe kein Drehrad zum Regeln des Luftstroms. Und das gilt auch für die äußeren Lüftungsdüsen, nach innen schieben zum Verriegeln. Dann weiter unten hinter dem Startknopf hier so ein kleiner Knubbel. Shift by Wire ist das Stichwort. Das ist jetzt also alles elektrisch gelöst. Ich habe nur noch Impulse, die ich weitergebe. Und darum kann ich das sehr kompakt bauen. Vorne dann noch der Parkknopf. Dahinter die Feststellbremse, dann haben wir noch einen Auto-Hold-Button und das ist der Knopf für die Zentralverriegelung. Der FR, ne, wird auch mit einem Sportlenkrad ausgeliefert, was mit Leder bezogen ist. Die Griffflächen sind perforiert und wir haben hier dann auch noch die rote Kontrastnaht, die wir ja auch bei den Sitzen gesehen haben. Das Lenkrad kann ich manuell verstellen. Ich zeige euch hier einmal den kompletten Radius, der zur Verfügung steht. Ja, und so ist es gut auf mich eingestellt. Es ist ein Multifunktionslenkrad. Hier kann ich die Lautstärke regeln und das ist dann komplett für den adaptiven Tempomaten bzw. Speedlimiter. Auf der rechten Seite kann ich dann durch das Virtual Cockpit mich bewegen, auch mit der View-Taste. Ich habe hier noch die Spracherkennungstaste. Auch das Drehrad mit der OK-Bestätigung ist für den Bordcomputer. Dann kann ich noch weiter skippen und hier ist dann auch noch die Lenkradheizung untergebracht. Im Lenkrad sind Schaltwippen angebracht, drehen sich also mit, wenn ich am Lenkrad drehe. Sind so kleine Plastikplättchen, hinten leichte Rillen, dass ich die Finger gut, dass sie Halt finden. Drei Finger kann ich ablegen und ich komme auch vom Lenkrad gut ran.
An der Lenksäule rechts dann der Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und hinten. Auf der linken Seite dann ganz normal Blinker, Lichthupe, Fernlicht und dann noch ein Taster als Kurzwahltaste für die Assistenzsysteme. Links neben dem Lenkrad habe ich dann so Soft-Touch-Tasten, da kann ich das Licht durchschalten, Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer noch aktivieren. Und habe hier noch vorne die Frontscheibenheizung und die Heckscheibenheizung. In der Erweiterung der Armlehne die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich sperren, wenn ich möchte. Davor dann die Spiegelverstellung. Die Spiegel lassen sich auch beheizen. Und wenn ich den Knopf hier nach hinten drehe, dann fahren die Spiegel elektrisch an. Hier in der Türtasche haben wir dann noch den Öffner für den Kofferraum. Ja, was die Schalter angeht, ist alles sehr schön reduziert. Dafür muss ich das dann hier irgendwo abbilden können. Einmal oben reingeklickt, habe ich hier die Steuerung für die Klimaanlage und kann dann hier alles Mögliche einstellen, unter anderem auch den Luftstrom oder halt hier dann auch die Temperatur, beziehungsweise das ging ja auch über die unteren Knöpfe. Und auch der Schalter für die Fahrprogramme ist wegrationalisiert worden. Einmal aufs Auto geklickt, Fahrprogramme, und dann kann ich die hier halt einstellen. Ich persönlich bin kein großer Freund, wenn ich hier alles über das Display regeln muss, aber ich finde gerade die Klimaanlage, das passt auf jeden Fall, wobei ich doch lieber Drehregler habe oder kleine Tasten, die ich sofort erreichen kann. Trotzdem ist das Auto sehr schön aufgeräumt worden, auf jeden Fall. Gut, machen wir gleich weiter. Ich sitze hier in der tiefsten Sitzposition. Ich bin 1,80 Meter groß. Zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt mehr als eine aufgestellte Faust. Der Platz zur Seite, ja, Kompaktwagen üblich. Auf die Armlehne kann ich nur einen Arm ablegen. Den kann ich mir also nicht mit dem Beifahrer teilen. Trotzdem ist der Abstand groß genug. Was ich sehr schön finde, dass die neue Cockpitgestaltung mit diesem Lichtband. Seht ihr das jetzt eigentlich? Nee, ne? Weil das nicht an ist. Aber wenn ich das Auto nochmal starte, sollte man es zumindest schimmern sehen. Ich gehe nochmal auf hier die Beleuchtung. So, jetzt sieht man das Lichtband auch. Und dieses Lichtband umspannt ja quasi hier den Fahrbereich, den Fahrerbereich. Und das gibt dem Auto tatsächlich eine gewisse Weite. Zumal ja auch das ganze Armaturenbrett flach ist, bis auf dieses hochgestellte Display. Das stört in der Tat so ein bisschen. Aber da ich über das Display auf das Band drauf gucke, habe ich hier eine Weite drin und das Auto erscheint mir doch optisch größer, als es tatsächlich ist. Die Sitze sind manuell verstellbar. Ich habe hier eine Höhenverstellung auf der einen Seite, dann an der Lehne dran auch noch eine Lordosestütze, die ich aber nur ausfahren kann, also auch manuell. Dann kann ich den Sitz als ganz natürlich vor und ganz zurückschieben. Na, wo sitze ich? Ne, ein bisschen weiter nach hinten muss ich schon. Und die Lehne verstelle ich über ein Drehrad. Die Sitze sind durchaus bequem, bieten auch einen schönen Seitenhalt. Und wir haben hier dann auch noch eine Sitzheizung, die dreistufig ist, ne, die ich auch über das Display steuere. Die Heizleistung ist okay. Jetzt starte ich nochmal den Motor. Hinter dem Lenkrad sehen wir also ein 10,25 Zoll Display und das ist die Startsequenz. Wir haben jetzt unterschiedliche Views, da kann ich einmal durchschalten. Sehr reduziert, klassisch und Assistenzsysteme stehen mir hier zur Verfügung. Und in diesen Innenteilen kann ich dann immer noch mehr andere Inhalte aussuchen. Das mache ich über diese beiden Tasten und die Views schalte ich halt über die View-Taste durch. Auf der linken Seite habe ich ein Drehzahlmesser. Und auch noch ein Bereich Ready und Off. Das ist also, wenn ich segel, dann schaltet er sich quasi komplett ab. Auf der rechten Seite dann der Tachometer. Und ich kann jetzt hier über diese Wippentaste auch noch mir andere Inhalte einzeigen lassen, wenn ich denn möchte. Jetzt einmal durch. Und das geht dann hier beim Drehzahlmesser genauso. Reichweite, Verbrauch. Das ist im Prinzip dann der Bordcomputer. Im Drehzahlmesser eingebettet ist auch noch das Fahrprogramm, also Drive, Reverse, Neutral und jetzt stelle ich wieder auf Park. Und in der Mitte habe ich jetzt den eigentlichen Bordcomputer. Und auch durch den kann ich dann durchschalten, mir hier unterschiedliche Sachen anzeigen lassen. Ja, bin ich auch schon komplett durch.
Oben im Bild sehe ich dann die Außentemperatur und die Uhrzeit. Dazu noch, dass die Assistenzsysteme geschaltet sind. Und den Bereich Eco, da wird mir das vorher schon das eingestellte Fahrprogramm eingestellt. Könnte auch auf Komfort gehen, Normal, Sport und Individual. Dann wird mir das entsprechend mit so einem kleinen Icon angezeigt. Ganz unten sehe ich dann auch nochmal die Rückmeldung der Assistenzsysteme und die Tankanzeige wird mir hier auch nochmal angezeigt. Und jetzt nochmal auf einen anderen View gehe, zum Beispiel diesen reduzierten, habe ich wieder die Möglichkeit, mir an den Außenseiten andere Inhalte anzeigen zu lassen. Aber ich finde es eigentlich diese Ansicht sehr schön, weil die so herrlich reduziert ist, wirklich nur noch auf das Notwendigste, was ich beim Fahren eigentlich brauche. Ich mache gleich weiter mit dem Rundumblick. An der B-Säule kann ich gut vorbeisehen. Das gilt auch für die beiden A-Säulen. Ihr hängt heute ein bisschen höher. B-Säule okay, C-Säule okay. Und da hinten die D-Säule ist schon ein bisschen breiter, da könnte sich was verstecken. Und da ist das Auto dann auch schon wieder zu Ende. Na, wir fahren ja ein Kombi hinten an der Heckscheibe, also sehr übersichtlich. Ich schaue natürlich vorher in die Spiegel, somit kann gar kein toter Winkel entstehen da hinten an der D-Säule. Die Seat-Spiegel mag ich durchaus. Ich finde, die sehen immer ein bisschen sportlicher aus. Und die Spiegelfläche ist angenehm groß. Mit einem Blick in den Rückspiegel erfasse ich auch die komplette Fensterfläche und habe auch eine gute Sicht nach hinten. Dazu kommt das Fahrzeug noch mit einer Rückfahrkamera. Wenn ich das Lenkrad bewege, bewegen sich die Linien auch entsprechend mit. Und daneben habe ich dann die Rückmeldung der Parksensoren. Ich stehe hier sehr nah an der Mauer dran und das wird mir hier im oberen Bereich auch schon entsprechend angezeigt. Ja, und damit bin ich auch schon durch. Was jetzt noch fehlt, ist der Hupencheck. So hört sich die Hupe an im Seat Limo ST. Dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck. Ich zeige euch hier die ganzen Ablagemöglichkeiten im vorderen Wagen. Dann fange ich wie immer an mit den Türtaschen. Ich habe hier wieder meine halbe Liter Flasche Y-Food mit dabei. Y-Food ist ja quasi eine trinkbare Mahlzeit. 500 Milliliter, das sind dann gleich 500 Kalorien. Und das macht mich zumindest 4 Stunden satt. Heute haben wir Crazy Coconut dabei. Schmeckt so ein bisschen erfrischend. Die halbe Liter Flasche passt hier gut rein. Ich ziehe so nach oben raus. Das heißt, ich kann hier auch längere Flaschen unterbringen. Also 1 Liter und 1,5 Liter sollte kein Problem sein. Die Türtasche geht bis hier hinten hin. Das ist nicht ganz genutzt, der Platz. Aber man hat hier durchaus noch ein bisschen mehr Platz, um Sachen zu verstauen. Die nächste Ablagemöglichkeit befindet sich dann hier unter den Lüftungsdüsen. Hier habe ich mein Handy reingelegt. Ich habe ja ein iPhone 11 Pro Max. Das kann ich hier gut reinlegen. Ist sogar noch Platz für ein größeres Handy, wobei das ja das aktuell größte Handy ist. Das Ganze ist rutschfest. Auch an den Seiten hat man noch ein bisschen Platz. Und hier seht ihr dann noch 2 USB-C-Anschlüsse, wobei hier in dieser Fläche das Telefon auch induktiv geladen werden kann. Dann habe ich 2 Ablageflächen hier links und rechts vom Gangwahlhebel. Da wird mir schon gezeigt, da kann ich den Schlüssel gut ablegen. Der kann dann auch nicht tiefer rutschen, weil er ja so keilförmig auch aufgebaut ist. Das ist rutschfest und hier das Ganze nochmal in ein wenig tiefer. Dann haben wir 2 Getränkehalter und ich glaube, man sieht das so schon ganz gut. Die haben eine unterschiedliche Größe. Ich nehme wieder meinen halben Liter Y-Food, stelle den hier rein. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und hier haben wir was Neues, 330 Milliliter, also 330 Kalorien. Habe ich noch nicht ausprobiert, wie lange mich das satt macht. Die passt aber nicht in den hinteren. Also dafür ist er tatsächlich zu klein und der kippelt auch. Ich weiß nicht, was für Behältnisse man hier einführen soll. Dann gibt es ja noch die Mittelarmlehne. Wenn ich die nach vorne ausziehe, komme ich mir hier nicht mit der Flasche ins Gehege. Kann die aber auch noch so schrittweise nach oben stellen als Armablage. Oder halt ganz hochklappen. Dann habe ich hier noch mal ein Fach mit einem 12-Volt-Anschluss. Und von der Höhe her nehme ich mal beide Flaschen zusammen. Also der halbe Liter, das passt schon mal nicht besonders gut. Und auch die 0,33 Liter Flasche ist hier zu groß, als dass ich die Armlehne dann noch vernünftig nutzen könnte. Gibt es noch ein Handschuhfach? Hier haben wir einmal die Pressemappe und das Bordmaterial. Und dazu noch so ein bisschen anderen Kram. Also da passt eine ganze Menge rein. Man sieht das, glaube ich, ganz gut. Das ist hier bei weitem noch nicht ausgeschöpft, das Platzangebot. Und hier an der Seite gibt es auch noch ein Fach. Und hier hat Seat uns Warnwesten mitgegeben. Ja, das kann man da ziemlich weit reinschieben. Das Ganze ist dann auch noch von oben beleuchtet.
In den Sonnenblenden haben wir Make-up-Spiegel, die von oben auch mit einer LED beleuchtet ist. Die Spiegelfläche eher mittelgroß. Daneben dann noch ein Haken, eine Klammer vielmehr für Tickets oder die Rettungskarte. Die Sonnenblenden kann ich auch zur Seite drehen, aber nicht nach hinten ziehen. Und somit bleibt hier noch ein Bereich, wo die Sonne von der Seite aus einfallen kann. In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Und wenn ich jetzt die Tür öffne, zusammen bilden sie dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Üppig sind die Ablagemöglichkeiten nicht gerade, aber ich denke, gerade in diesem Bereich habe ich genug Staumöglichkeiten, um zumindest die Sachen abzulegen, die ich immer mit dabei habe. Schön finde ich auch das induktive Laden natürlich und zusätzlich habe ich noch zwei USB-Anschlüsse und auch noch einen 12-Volt-Anschluss, also Strom gibt es genug. Ja, dann zeige ich euch nochmal rudimentär die Funktion vom Infotainment-System, was ja auch niegelnagelneu gekommen ist, jetzt mit dem neuen Leon. Dafür bin ich dann nochmal schnell in die Halle gefahren, dann kann man das Display besser ablesen. Das ist also der Startbildschirm, so begrüßt er mich. Ich habe hier drei Kacheln, beziehungsweise vier. Ich kann also hier noch weiter swipen über die Kacheln und die Kacheln selber kann ich dann auch nochmal so durcharbeiten, wenn ich denn möchte. Und das Ganze kann ich mir natürlich so belegen, wie ich das gerne hätte. Ich kann über diesen Knopf aber auch umschalten in so eine Icon-Ansicht. Dann werden mir die ganzen Funktionen vom Fahrzeug dargestellt. Immer hier auf der rechten Seite habe ich dann noch den Leon selber als Autosymbol. Ganz wichtig, denn hier habe ich die Fahrprofile. Die möchte ich ja ab und zu mal durchspielen. Kann die auch noch individuell konfigurieren, wenn ich denn möchte. Das Ambient Light kann ich steuern und so weiter. Also die ganzen Autoeinstellungen sind hier sehr schnell zu erreichen. Und in der oberen Leiste bleibt immer die Uhrzeit stehen und hier der Bereich Klimaanlage. Das ist also nicht die Außentemperatur, sondern das gehört alles zur Klimaanlage. Dazu habe ich hier noch einen Bereich für Meldungen und kann die Nutzer noch wechseln, beziehungsweise ich kann Nutzer überhaupt anlegen. Gut, dann gucken wir hier zuerst mal in den Bereich Radio Medien rein. Hier habe ich also meine Senderliste. Alle Sender, die es gibt. Ich kann hier zwischen den Bändern wechseln. FM, DAB ist aber zusammengefasst und dann gäbe es noch Webradio. Und hier gucke ich jetzt einmal. Da ist dann Radio Bob, den Sender wähle ich mir jetzt auch aus und kann den Sender jetzt auch noch zu den Favoriten hinzufügen. Dann habe ich den jetzt hier immer auf der Favoritentaste direkt in dieser Leiste drin. Die kann ich auch bearbeiten und löschen. Das geht dann hier über diesen Bereich. FFH wollen wir nicht haben. Und jetzt kann ich Bob auch schon wieder viel besser erreichen. Favoriten haben wir, Radio ist auch klar. Medien wäre jetzt alles, was sonst noch angeboten wird. Meine Medien, was habe ich? Musik, also da wird eine Platte hinter sein. Bluetooth kann ich als Quelle eingeben und natürlich auch Apple CarPlay nutzen. Und dann habe ich hier noch diverse Einstellungen. Gehen wir weiter zum Bereich Navigation. So ist das aufgebaut. Ich sehe hier auch die Karte. Übrigens im Unterbereich immer noch Kurzwahlziele. Auch die kann ich ändern bzw. anders belegen, wenn ich dann möchte. Jetzt gebe ich hier auf Ziele und sage, ich suche ein Ziel. Ich möchte in die Wertherstraße 42 in Bielefeld. Na, will er noch ein bisschen mehr haben, tippe ich das noch eben durch. Daran soll es nicht scheitern, dann hat er es auch schon gefunden. Fängt jetzt an, hier zeigt mir erstmal das Ziel an. Ich sage, starte bitte. Fahren Sie zur angezeigten Route. Da hat er die Route auch schon kalkuliert. 19.24 Uhr bin ich dort, in 82 Kilometer fahre ich. Und das ist dann halt die Ansicht, die ich hier habe. Gibt es hier noch die Optionstaste, kann ich zwischen Tag- und Nachtansicht wählen. Die Lautstärke entsprechend ändern. Ich kann hier noch wählen zwischen 2D, 3D. Jeweils Fahrt ausgerichtet oder Nord ausgerichtet, wobei ich die 3D-Ansicht ja ganz gerne habe. Und wenn ich hier drauf drücke, dann ist die Route auch schon wieder gelöscht. Jetzt nutze ich nochmal die Spracherkennung. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42.
Meinten Sie Bielefeld, Wertherstraße 42? Ja. Gute Fahrt. Oh, das ist ja schon mal ganz nett. Holla, holla. Ja, bitte? Zielführung abbrechen. Es ist keine Zielführung aktiv. Möchten Sie die Zielführung starten? Nein. Also, über das Keyword Olla Olla kann ich das System hier auch erreichen und dann diverse Sachen einstellen. Olla Olla! Was möchten Sie tun? Sitzheizung anstellen. Für den Bereich Klimatisierung sagen Sie zum Beispiel... Tja. Gut, da kann man irgendwie andere Sachen machen. Ich spiele das jetzt nicht komplett durch. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr euch das Auto gekauft habt. Jetzt gehen wir nochmal in den Bereich Klang rein. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, unterschiedliche Klangprofile auszuwählen. Oder ich habe hier einen fünfstufigen Equalizer, den ich mir so einstellen kann, wie ich das haben möchte. Dazu gibt es noch einen Fader, beziehungsweise den Sound Focus. Wo soll überall Sound gespielt werden, kann man auch automatisch einrichten. Dann macht er das wahrscheinlich über die Sitzerkennung, die Sitzbelegungserkennung. Ja, dann haben wir noch den Bereich Ambient Light. Ich habe euch ja schon von diesem Lichtband erzählt, was sich hier einmal drumherum zieht. Das ist ein Bereich, den ich habe. Dazu noch in den Türen, im Fußraum und hier in der Mittelkonsole. Das heißt, hier unten habe ich auch noch eine Licht-LED. Der Fußraum, das sieht man jetzt nicht besonders gut, ist auch erleuchtet. Und hier habe ich dann auch noch eine Lichtquelle. Ich kann jetzt entweder individuell irgendwelche Farben eingehen. Ich nehme mal Rot, da sieht man so schön plakativ, wenn ich das auswähle. Ich kann das Ganze jetzt mir auch noch Farben aussuchen. Einmal das Lichtband kann ich anwählen. Ja, ihr seht das jetzt hier so am Rande schimmern, glaube ich, ne? Blau oder grün oder rot. Und dann kann ich bei den Türen auch noch sagen, die Türenunterkanten sollen die orange sein oder weiß. Dazu hat Seat noch Farbwelten vorgegeben, zum Beispiel Wellness. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, Seat hat uns das Fahrzeug mit dem normalen Soundsystem gegeben. Es ist also kein Premium-Soundsystem. Ich weiß nicht mehr, wie ich das beim Fünftürer besprochen habe. Hier finde ich es eher rudimentär, gefällt mir nicht ganz so gut. Höhen und Mitten sind wenig voneinander getrennt oder differenziert. Das ist okay, um so ein bisschen Radio zu hören, aber richtig laut Musik hören macht bei dem System jetzt nicht ganz so viel Spaß. Ja, natürlich präsentiere ich euch auch einmal das Platzangebot auf der Rücksitzbank sowie die Ausstattung hier. Die Türöffnung hier hinten ist auf jeden Fall angenehm groß, da kann ich bequem einsteigen und ich muss den Kopf auch nicht allzu sehr einziehen. Ja, und so sitze ich auf der Rücksitzbank. Der Fahrer sitzt auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich habe auch hier hinten mehr als eine Faust, aufgestellte Faust Platz zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, stoße ich auch nicht an den Dachholm. Ich sitze hier wirklich bequem. Kann meine Füße, naja, nicht ganz unter den Fahrersitz schieben. Der ist allerdings auch ganz runtergefahren. Dafür habe ich hier eine ganze Menge Beinfreiheit. Erwartet man ja gar nicht so im Kompakten, ne? Nein, gefällt mir sehr gut, was das Platzangebot angeht. Gucken wir uns auch hier hinten mal die Türtaschen an. Mein halber Liter passt hier wieder gut rein. Die kleine Flasche habe ich dahinter gesetzt noch. Ja, aber viel mehr Platz ist auch nicht. Das sieht man, glaube ich, hier. Das ist eher das Sparprogramm. Dann haben wir elektrische Fensterheber. Die Scheiben sind getönt, das sieht man ganz gut. Die Fenster bleiben aber auch hier noch eine ganze dicke Kante stehen. Meine Kinder mögen das nicht so. Im oberen Bereich haben wir dann den Haltegriff mit einem Kleiderhaken. Übrigens Haltegriffe an allen vier Türen. Auch an der B-Säule gibt es noch einen Kleiderhaken. Und an der Rückseite der sportlichen Sitze habe ich dann auch noch mal so Dokumententaschen. Ja, da passt DIN A4 auf jeden Fall hochkant rein, vielleicht sogar quer. In der Mitte haben wir dann noch einen Block mit zwei Luftausströmern, die kann ich auch frei verstellen. Wenn ich die nach außen schiebe, dann kommt keine Luft mehr. Und es gibt hier hinten auch eine eigene Klimazone. Wir haben also drei Klimazonen. Dazu noch sehr löblich zwei USB-Anschlüsse, also zwei USB-C-Anschlüsse hier hinten. Die Armlehne kann ich hier auch ausklappen. Dann habe ich hier erstmal zwei Getränkehalter in der Armlehne. Bemühe ich wieder meinen halben Liter hinten. Passt dann
kaum rein, ein bisschen stramm. Vorne wackelt er ein bisschen. Dann nehme ich jetzt noch die zweite Flasche dazu. Ja, die kippelt hinten dann auch mit ein bisschen Luft, aber so passt das schon. Die könnte ich auch zur Not hier in die Mitte stellen, klemmen. So habe ich dann noch die Möglichkeit, hier den Hebel zu ziehen und habe dann eine Durchlade zum Kofferraum. Kann hier also lange Gegenstände durchladen oder mir eben schnell was aus dem Kofferraum rausziehen. An der Decke haben wir dann Leseleuchten auch wieder in LED gehalten für die äußeren beiden Sitzplätze. Ja, die äußeren beiden Sitzplätze sind schön ausgeformt. Ich habe sogar ein bisschen Seitenhalt, das ist sehr angenehm. Ich brauche aber auch wirklich den ganzen Platz hier der abgesteppten Sitzfläche. Das heißt, für jemand, der zwischen mir sitzt, also zwischen zwei Personen, die so korpulent sind wie ich, ist maximal so groß. Drei schlanke Personen können hier hinten sicherlich sitzen, wobei die mittlere Person auch immer über den Kardantunnel rüber muss. Da können wir also davon ausgehen, es wird auch irgendwann noch ein Allradantrieb kommen, sage ich mal, sonst hätten sie den ja nicht gesetzt. Ja, also Platz für drei Personen ist hier hinten schon, wenn die Personen nicht allzu korpulent sind. Das ist die Länge der Gurte hier hinten. Das scheint mir ein bisschen eng bemessen, um hier Kindersitze und Babyschalen anzuschnallen. Würde es gerade reichen, aber man hat ja ganz gerne ein bisschen mehr Platz, damit das Ganze einfacher geht. Die Türen, muss ein bisschen gucken, öffnen auf jeden Fall weit genug, dass man auch größere Kindersitze hier problemlos einladen kann. Die elektrischen Fensterheber haben einen Einklemmschutz, der auch sofort greift. Das gilt im Übrigen auch für die Heckklappe, sowohl im oberen als auch im unteren Bereich. Die Isofix-Halterungen sind hier einfach durch Löcher zu erreichen, also Löcher im Stoff bzw. im Kunstleder zu erreichen. Kann ich dann die Kindersitze einklippen. Die Gurtpeitschen hier hinten sind auch alle starr, sodass sich kleine Kinder hervorragend alleine und selbstständig anschnallen können. Der Gurt für den mittleren Sitzplatz befindet sich hier auch direkt an der Rückenlehne. Dazu habe ich auch noch Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz, sehr löblich. Und den Beifahrer-Airbag kann ich relativ einfach deaktivieren. Dafür muss ich den Schlüsselbart aus dem Funkschlüssel friemeln und kann dann einmal in der Beifahrertür umschließen, um ihn zu deaktivieren. Wir haben hier bei unserem Fahrzeug die optionale elektrische Heckklappe. Die kann ich hier elegant mit einer Fußgeste öffnen oder ich drücke das halt hier ein. Habe auch noch einen Taster im Innenraum und auch auf dem Schlüssel gibt es eine Funktion. Heckklappe öffnet sich elektrisch, allerdings ist das hier die volle Position, denn ich habe sie vorher einmal programmiert, um zu sehen, ob das auch funktioniert. Dazu haben wir einen Einklemmschutz im oberen wie auch im unteren Bereich. In den Kofferraum vom Seat Leon Sports Tourer passen 620 Liter, bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1600 Liter. Ja, dann zeige ich euch den Kofferraum natürlich auch nochmal. Wir haben hier erstmal den Sichtschutz, den kann ich runterdrücken, dann fährt er ein Stück zurück und der bewegt sich hier auch in einer festen Führungsschiene. Diese komplette Schiene kann ich rausnehmen, dafür drücke ich hier einfach oben mal und dann kann ich ihn aushängen. So, dann habe ich hier die Ladeluke, die kann ich anheben, darunter dann ein Reserve-Notrad und wenn ich das losschraube, findet man hier drunter, man sieht es in schwarz, auch noch Bordwerkzeug und Wagenheber. Den Sichtschutz kann ich dann hier im Kofferraum verstauen. Diese Seiten kann ich nämlich abnehmen, den dazwischen klemmen und dann das Ganze wieder zuklappen. Hier an der Seite gibt es dann nochmal tiefere Fächer. Vorne dann auch die Zuröse und das sieht dann auf der rechten Seite genauso aus. Zuröse und hier ein tieferes Fach. Da gibt es dann noch die Kofferraumbeleuchtung in LED-Form, im vorderen Bereich ein Gummiband und hier das Pendant zur Zuröse. Auf der linken Seite habe ich einen 12-Volt-Anschluss und im oberen Bereich einen Taschenhaken und dann die Entriegelung der Rücksitzbank. Das habe ich auf der rechten Seite genauso und ich ziehe an der Entriegelung. Und dann fallen hier 60% der Rücksitzbank auf der rechten und 40% auf der linken Seite. Wir haben hier im vorderen Bereich einen ebenen Ladeboden, aber die Sitze, da steigt das Ganze dann an. Dazu, da bin ich eben drüber hinweggegangen, das ist das Warndreieck bzw. das Medipack hier von Seat, was dann per Klettverschluss am Ladeboden angebracht ist. In der Haube haben wir zwei Griffmulden, links und rechts, und den Knopf, um die Klappe zu schließen. Und zu guter Letzt
habe ich noch mein 28 Zoll Rennrad in den Kofferraum gelegt. Bei umgeklappter Rücksitzbank ist das überhaupt kein Problem. Und wenn ich mir die Mühe mache, das Rennrad zu zerlegen, sprich die beiden Laufräder ausbaue, dann bekomme ich das Rennrad sogar in den Kofferraum, ohne die Rücksitzbank umzulegen. 654 Kilogramm darf ich zuladen bei unserem Fahrzeug. Davon 75 Kilogramm auf die Dachträger schnallen. Optional gibt es eine Anhängerkupplung, die hat eine Stützlast von 80 Kilogramm. Mit der darf dieses Fahrzeug Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen ziehen, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf ein Zuggewicht von 700 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Seat Leon ST und dem 1,5 Liter TSFI. Also der Mildhybrid-Benziner, wobei man ja vom Mildhybrid erstmal nicht ganz so viel mitbekommt, weil der Wagen natürlich nicht voll elektrisch fahren kann, sondern der Startergenerator das Auto immer nur unterstützt. Ja, ich habe gewendet hier auf der Kraxer Straße. Wir haben einen Wendekreis von 10,5 Meter. Ich drehe jetzt auch nochmal am Lenkrad. Eine Lenkradumdrehung und ein Hauch, also zwei Lenkradumdrehung und zwei Hauch von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Wird schon ein bisschen dunkel, macht aber nichts. Dann habt ihr hier diesen schönen Ambient-Leitbogen voll im Zugriff. Ja, wir haben unterschiedliche Fahrprogramme. Eco, Komfort, Normal, Sport, Individual. Da springen wir mal rein in die Konfiguration. Das DCC, also das Fahrwerk, kann ich ändern. Lenkung, Normal, Sport, Antrieb, Normal, Sport, Eco. ACC, Komfort, Normal, Sport, Eco, also ACC, adaptiver Tempomat, Klimatisierung, Normal, Eco, und das war's dann auch schon. Und ich wechsle jetzt mal in den Sportbereich, weil wir einmal losstarten wollen. Ja, und los geht's. Da habe ich die 100 erreicht, ein Stückchen noch vor dem 70-Schild, gehe auch gleich wieder zurück in Eco, von 0 auf 100 unter Laborbedingungen in den 8,7 Sekunden, 150 TSI PS stehen hier einem Leergewicht von 1,4 Tonnen gegenüber. Jetzt im Tunnel oder in der Durchfahrt sieht man es besonders schön. Einmal der Lichtbogen hier oben, dann das beleuchtete Lenkrad, wie auch die paar Schalter, die uns noch geblieben sind. Die sind auch alle beleuchtet, nicht nur auf dem Lenkrad, sondern auch an der Seite, vorne und sogar die USB-Anschlüsse haben sie beleuchtet. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, das Fahrwerk ist adaptiv. Wir können es halt von sportlich bis komfortabel zusammenstellen. Ich fahre aber hauptsächlich im Eco-Modus, um ökonomisch unterwegs zu sein. Aber erst wenn ich in Komfort stelle, dann habe ich das Komfort-Fahrprogramm, also müsste ich eigentlich über Individual mir alles auf Eco stellen, bis auf das Fahrwerk, das darf dann gerne in Komfort bleiben, dass ich möglichst hohen Fahrkomfort habe. Ja, wir haben vorne und hinten Scheibenbremsen. Wenn ich aufs Bremspedal trete, leichten Druck ausübe, spüre ich auch sofort, dass das Fahrzeug verzögert. Ich kann die Bremse also fein dosieren und ich habe auch keine Bedenken, dass die irgendwelche Probleme mit dem Gewicht des Fahrzeugs zu kämpfen hat. Ich fühle mich also sicher hier, was die Bremsanlage angeht. Tempomaten kann ich nur auf 50 oder 60 setzen, also regle ich mit dem Fuß mal ein bisschen nach, denn hier ist meine Fahrwerkstrecke. Da sind die ersten mal in den Fugen, höre ich ein bisschen, spüre ich aber sehr wenig, bin ja im Komfort jetzt unterwegs. Die Bodenwellen werden auch ausgeglichen und die ganz tiefen Bodenwellen, die höre ich zumindest, spüre ich vielleicht ganz leicht im Sitz, aber der Sitz selber federt auch noch mal eine Menge ab, ist also durchaus komfortabel. Wenn ich hingegen umschalte zwischen Sport und Komfort, dann habe ich ja die ganze Spreizung des adaptiven Fahrwerks. In Sport ist es mir dann schon fast ein bisschen zu holprig. Also Komfort finde ich durchaus das angenehme Fahrprogramm, zumal die 150 PS das Auto ja auch nicht so wahnsinnig sportlich machen, dass man jetzt so eine besonders straffe Straßenlage benötigt. Zur Automatik kann ich noch sagen, das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe schaltet vollkommen unauffällig, so möchte man es ja haben. Zumindest während meiner Testfahrt ist mir hier überhaupt nichts aufgefallen, dass die mal irgendwie komisch geschaltet hat oder ich gedacht habe, warum schaltest du halt nicht.
Ab geht's auf die Autobahn. Ich habe gleich wieder in den Sport geschaltet. Es ist auch freundlicherweise gar keiner vor mir. Da kann ich mal ein bisschen Gas geben. Ah, das ist mir aber doch zu schnell. Also mit 70, die Sitze bieten zwar einen tollen Seitenhalt, aber rein vom Fahrwerk hat er ganz schön geschoben. Ich bleibe mal auf dem Gas stehen und gebe auch Vollgas. Ist ja schön leer hier heute Abend. Jetzt wird es schon ein bisschen zäher. Ja, da haben wir die Höchstgeschwindigkeit laut Tacho zumindest erreicht. Kann ich auch wieder abbremsen und zurück auf Eco gehen. So, 100 km/h im siebten Gang bei 1800, 1900 Umdrehungen. Ich höre keinen Motor. Ich höre ansatzweise Windgeräusche, aber es ist auch noch ein bisschen windig draußen. Aber sonst läuft der Wagen schön ruhig. 120 jetzt bei 2200 Umdrehungen. Ja, die Windgeräusche sind schon ein Hauch lauter geworden. Den Motor höre ich immer noch nicht. Kann ganz normal zu euch sprechen. Alles gut. 140 jetzt bei 2600 Umdrehungen. Die Windgeräusche sind noch mal ein bisschen stärker geworden. Man hört auch richtig, dass sie von der Scheibe her rühren. Den Motor höre ich nicht. Und ich kann mich immer noch normal mit euch unterhalten. 160 jetzt bei gut 3000 Umdrehungen. Ich fange an, langsam meine Stimme zu heben, weil die Windgeräusche doch ein bisschen lauter geworden sind. Und so als Reisegeschwindigkeit könnte ich mir es gerade noch vorstellen, aber viel lauter sollte es auch bitte nicht werden. Wobei zwischen 160 und 180 höre ich kaum Unterschied, was die Geräuschkulisse angeht. Also wenn es mir da schon fast zu laut ist, dann kann ich auch gleich 180 fahren. Vielleicht noch mal ein Müh lauter, aber richtig viel hebe ich meine Stimme jetzt auch nicht mehr. Wäre also auch noch in Ordnung. Ja, noch ein paar Worte zum Verbrauch. Der NEFZ-Verbrauch ist mit 4,9 Litern angegeben, der WLTP-Verbrauch mit 6 Litern. Alex ist den Wagen effizient mit 5,8 Litern gefahren. Mit Vollgas oder mit sportlichem Verhalten auf der Autobahn ist er bei 8,5 Liter gelandet. Ich bin jetzt eben vom Bilster Berg aus nochmal nach Bielefeld gefahren mit gut 7 Litern. Das scheint mir auch ein normaler Verbrauch, den man einfach realisieren kann. Damit sind wir im Liter über dem WLTP-Verbrauch. Das finde ich gerade noch in Ordnung. Noch kurz zur Lenkung. Das Rangieren ist einfach in der Stadt. Auf der Autobahn in Sport verhärtet sich die Lenkung ein bisschen und ich finde sie durchaus direkt. Also es ist ein sehr angenehmes Fahren, auch durch die Kurven. Das Auto macht, was man soll. Und auch auf der Autobahn bestätigt sich mein Eindruck von der Fahrwerkstrecke. Der Wagen könnte vielleicht noch ein Tucken komfortabler sein, ist aber schon so ganz nett. Den Fugen dieser Natur mit einer Geschwindigkeit von 130 zu überfahren, das macht das Fahrwerk nicht wett, aber man spürt sie auch nicht besonders doll. Rundum kann ich sagen, ich mag diesen Motor, diesen Mildhybrid mit den 150 PS als Benziner, würde mir vollkommen ausreichen. Ja, so oberhalb der 160 ist der Motor nicht mehr besonders spritzig, reicht aber, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und die kann man auch halten, auch im oberen Bereich, so bis 200 km/h. Oberhalb der 200 wird es natürlich dann schon ein bisschen zäh. Ein paar Worte zu den Assistenzsystemen. Wir haben einen adaptiven Tempomaten und einen aktiven Spurhalteassistenten. Zusammen kann ich die aktivieren als Travel Assist. Dann habe ich teilautonomes Fahren nach Level 2. Der Spurhalteassistent in dem Fall hält mich immer konstant in der Mitte der Spur, auch durch Kurven hindurch. Der adaptive Tempomat hält die Geschwindigkeit so lange, bis man auf dem Hindernis auffährt, was langsamer ist. Dann bleibt er im Sicherheitsabstand zu dem Hindernis und übernimmt dann entsprechend die Geschwindigkeit. Zu lange darf man dann aber auch nicht freihändig fahren, sonst beschwert sich das System.
Wir haben eine Verkehrszeichenerkennung, die meines Erachtens sehr gut funktioniert hat. Ich hatte hier auf meiner Stammautobahn wieder so eine Stelle, da springt es mal auf 100 km/h, obwohl nirgends ein Schild zu sehen ist. Warum, wieso, man weiß es nicht. Also teilweise scheint da dann doch noch Kartenmaterial verwendet zu werden. Dazu haben wir auch noch einen Totwinkelwarner, den finde ich besonders clever, denn er meldet sich hier in diesem Lichtband auch schon 2-3 Wagenlängen, bevor sich das Fahrzeug überhaupt in unseren toten Winkel schiebt. Und das kann man halt auch sehr gut aus dem Augenwinkel auf der rechten Seite erkennen. Somit sind alle 4 Assistenzsysteme, die mir wichtig sind, mit dabei. Lediglich der adaptive Tempomat, wenn ich auf einen Laster auffahre, der langsamer halt fährt und dann aus dem Radarschatten quasi den Blinker setze, um wieder loszufahren, dann braucht das System wirklich, ich muss fast die Spur komplett wechseln, bis er dann wieder anfängt zu beschleunigen. Das kenne ich von anderen Systemen noch ein bisschen besser, aber rundum unterstützt das System sehr gut. Dazu haben wir auch noch einen prädiktiven Effizienzassistenten mit an Bord. Wenn ich jetzt auf einer Strecke fahre, kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, aber da ist dann ein Tempolimit, kommt auf mich zu, dann kriege ich hier im Display die Meldung, ich möchte doch bitte den Fuß vom Gas nehmen, weil ich so dann noch effizienter fahren kann. Und wenn ich auch noch eine Route hinterlegt habe, dass das Auto auch wirklich weiß, wo ich lang fahre, kann es mich natürlich noch zuverlässiger informieren, sodass ich noch effizienter unterwegs sein will. Und diesen Effizienzassistenten finde ich wirklich klasse, weil er mich eben unterstützt, effizienter zu fahren. Das war's dann auch schon wieder. Das war meine Videokaufberatung zum niegelnagelneuen Seat Leon ST, den wir in der Ausstattungslinie FR mit dem Mild-Hybrid-Benziner gefahren sind. Zum Ende immer 2 Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben. Der erste Punkt, wie beim Fünftürer auch schon, ist auf jeden Fall, dass die Assistenzsysteme ein bisschen kastriert wirken. Das bemerkt man insbesondere beim adaptiven Tempomat, der immer erst aus dem Radarschatten vom Fahrzeug raus muss, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Der zweite Punkt ist der Lichtschalter. Das ist mir jetzt nochmal bewusster geworden. So ein Drehschalter ist einfach, ne? Irgendwelche Touchfelder, die du blind bedienen musst, wenn irgendwas ist, finde ich immer ein bisschen suboptimal, zumal da unten ja auch noch die Heckscheibenheizung und die Frontscheibenheizung sind. Wenn man die mal während der Fahrt benutzen will, muss man schon ein bisschen komisch machen, da mit den Fingern so. Gut, 2 Punkte, die mir hingegen sehr gut gefallen haben. Das eine ist das Interior-Design hier im vorderen Bereich mit diesem Lichtbogen. Klar gibt es das nur in den beiden oberen Ausstattungslinien, aber ich finde, das wertet das Auto optisch einfach ungemein auf. Und der zweite Punkt, auch wieder Assistenzsysteme. Ich bekomme in dem Fahrzeug schon den prädiktiven Effizienzassistenten, der mir hilft, halt besonders effizient zu fahren. Wenn ich den Tempomat setze und eine Route gesetzt habe, dann weiß er, dass eine Ortschaft kommt, dass ein Geschwindigkeitslimit kommt und bremst halt vorher schon ab, beziehungsweise sorgt dafür, dass man effizient auf diese Hindernisse dann entsprechend auffährt. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Guckt gerne auch nochmal unsere Videokaufberatung zum Fünftürer, die ist unten auch noch verlinkt. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über den Daumen nach oben. Sonst lese ich mir gerne eure Kommentare da unten durch. Ich verabschiede mich wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.